im Grunde genommen bin ich aufgestanden vor knapp 20 Minuten, hab nur gesehen, dass Rauch draußen ist und mehr weiß ich nicht. Also oben soll die Heizung sein, die Gasheizung, und ich denke mal irgendwie, ja, hat da irgendwie entfacht. Ja, also ich habe mit ihm gerade gesprochen, mit dem Geschädigten. Er hat zu mir gesagt, dass er wach geworden ist und nur Feuer gerochen hat. Er wollte es noch löschen, hat irgendwie in einem Wasser geschnappt, aber er war schon alles voller Rauch. Das heißt, muss vor ihm wohl schrecklich gewesen sein. Und ja, auch die Nachbarn ist, glaube ich, ziemlich im Schock, dass es hier in der Straße einfach brennt. Also das Haus, man sieht das Haus ja jetzt, das ist ja, ja, also man sieht die Rauchwolken, die waren vorher dichter und pechschwarz. Ja. Ja, das ist unheimlich und ja, für mich ist das ein Gefühl, dass ich nochmal irgendwie nachsichern muss mit Rauchmeldern. Ja. Also die Nachbarn haben auch was vor jetzt. Ja. Dass wir irgendwie Geld sammeln für ihn, weil er hat ja alles verloren quasi. Ja. Ja, wir sind um 10.09 Uhr durch die Leitstelle alarmiert worden, erst mit dem Stichwort Zimmerbrand. Bereits in der Anfahrt zum Gerätehaus hat die Leitstelle dann sogar noch die Alarmierung erhöht auf das Stichwort Gebäudebrand. Damit war klar, dass wir hier eine größere Lage zu erwarten haben, und gleichzeitig sind neben uns auch noch zwei Nachbarn, werden zusätzlich mit alarmiert worden. Als wir eingetroffen sind, haben wir ein Einfamilienhaus vorgefunden, aus dem bereits Flammen aus dem Dachgeschoss und einem Fenster herausgeschlagen sind. Glücklicherweise hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, dass die Bewohner nicht mehr im Gebäude sind, sodass wir uns von vornherein auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Wir sind zum einen natürlich gleich erstmal mit einem Angriffstrupp reinmarschiert. Wir haben zwei Angriffstrupps, die sich im Innenangriff beteiligt haben und haben parallel dann die Drehleiter aufgebaut. Das sieht man hier, dass das Fahrzeug bei solchen Bränden natürlich absoluten taktischen Vorteil hat. Wir kamen gut dann an das Dach ran und haben dann auch begonnen von außen die Brandbekämpfung über die Drehleiter vorzunehmen. Ja, wir teilen das natürlich schon ein bisschen auf, aber es ist grundsätzlich so, dass man auf Eigensicherung sehr, sehr achten muss. Und ja, natürlich, also in der Brandbekämpfung muss der Angriffstrupp rein und muss die Brandbekämpfung vornehmen. Der Einsatzleiter hat das Risiko für die Kameraden natürlich im Auge und teilt das entsprechend ein. Wir passen auf, dass die Atemluft ausreicht. Wir haben einen Sicherungstrupp für die Kameraden in Bereitschaft, dass wir sie notfalls rausholen können. Man achtet natürlich aufeinander, gerade wenn man in so eine Situation reingeht. Hier war natürlich das Schwierige, dass das Feuer sich schon sehr, sehr weit entwickelt hatte. Sehr schnell auch über das ganze Dach sich weiter ausgebreitet hatte, sodass wir Mühe hatten, das dann zu begrenzen. Heute Vormittag um kurz vor 10 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck. Arbeiter, die in der Nähe unterwegs waren, waren auf Rauch aufmerksam geworden und warnten die Bewohner des Hauses. Diese konnten daraufhin eigenständig und unverletzt das Haus verlassen. Die Brandursache und der genaue Schaden sind derzeit noch ungeklärt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot hier vor Ort im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Verkehrsmeldung veranlasst, um Autofahrerinnen und Autofahrer zu warnen.